Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Spiel. Und jetzt ist ganz grandios jetzt, wie hieß jetzt, habe ich vergessen, wie das Spiel hieß, verdammt nochmal. Egal, lassen wir drauf, ist wurscht. Spaß muss sein. Deathstrap von Neocore, wenn ich das jetzt noch. Games. Neocore Games, ja doch, so richtig. Ist ein Tower Defense Spiel, wenn ich das bisher so richtig gesehen habe. Und ihr seht ja gerade schon, wir haben leider schon das Intro, konnten wir leider nicht mehr aufgreifen. Das haben wir jetzt schon übersprungen, weil wir gerade schon getestet haben. War ein bisschen gewurschtelt mit der Gruppeneinladungen. Ach so, ja, natürlich, wie immer dabei, ich auch mal wieder nach überstandener Krankheit und natürlich dem Andy, wie immer. Guten Tag. Was wollte ich? Ach so, ihr seht hier jetzt gerade, wir sind hier gerade noch im Einlog-Bildschirm. Hier habt ihr so ein bisschen die Map. Ich kann das ja mal kurz hier, da habt ihr einmal das Charakterblatt. Also ich spiele jetzt hier einen Söldner. Im Prinzip, wenn man sich das hier so anguckt, also für mich ist das wie so ein Todesritter. Also man hat hier viel mit hier so zum Beispiel Berührung des Todesschaden und Frostschaden und so was. So eine Mischung aus Todesritter und Krieger wäre so mit WoW Du musst vertraut aber, ist. wollte ich gerade sagen, du musst dabei sagen, von Genau, wer mit WoW. WoW vertraut ist. Und ansonsten ist es halt, sag ich jetzt mal, man hat auch Wut hier als Ressource, also ein Krieger mit halt Todes- und Frostfertigkeiten, wenn ich das bisher so recht überblicke hier. Und ja, Andy spielt, glaube ich, ein. Ach nee, der Söldner bin ich. Was spielst du Schütze nochmal? spiele ich. Scharfschütze. Ein Schütze, ja. Schütze ist ja, glaube ich, selbsterklärend, ne? Halt so ein. Mit so einer schicken Brille. Warum habe ich nicht auch so eine? Finde ich ja. Man muss dazu sagen, dass Entschuldigung. die Charaktere, die man kann man wohl komplett hochleveln. Ah ja. Weiß ich wo wie hoch, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall mindestens Stufe 20, weil der dritte Talentbaum, der ist mit Stufe 20. Ach ja, seht ihr hier auch übrigens gerade. Das Sascha, da habe ich macht man hier den offen. Charakterbogen von dir auf, weil es gibt Items, die man auch finden kann Ach ja, und hier. kriegen kann. Seht ihr schon. Genau. Und so Direkt mit weiter und einer so fort. Aber dicken Zweihandwaffe. das Schön. Spiel gucken wir uns aber zusammen an. Wir haben es noch nicht gespielt. Dann schauen wir mal. Ja, und hier Und seht ihr gucken. zum Beispiel, bei mir ist das jetzt Wut halt als Ressource für die Fähigkeit. Ist, glaube ich, auch. Ich meine, wer schon mal so was gespielt hat, der kann sich da doch denken. Aber steht auch Genau. dabei, immer davon ab. Und Rest ist klar: Schaden, Wir starten jetzt Gesundheit, einfach mal Rüstung. Und wir gucken mal. Jetzt muss den ich gerade Dingenskirchen mal. hier. Ach so, du hast ja den Horst, ne? Ich wollte gerade sagen, wo geht das denn hier? Du hast ja den Horst. Dann schauen wir uns halt einfach mal an. Lassen wir auf normal, würde ich sagen. Was ist mit dem Frosch im Hals? Ja, Stufe 1 nicht, dass machen wir wir. gleich direkt wieder einen Pin am Anfang kriegen. Auf. So. Ja, annehmen Du möchte musst ich annehmen, bitte. ja. Dann gehen wir mal ins Dunkelmoor. Erste Karte. Kriegen wir wahrscheinlich jetzt direkt wieder aus dem Maul, wie immer. Ich sehe das Wie schon bei kommen. Sanctum auch. Wie bei dem, was war das? Icewind Dale? Mein Gott. Oh, das war bisher das Schlimmste. Erste Gruppe direkt Feierabend. 57 Elite mit bei. Ah, geht schon. Und du hast selber 100 Leben und so ein Holzschwert. Ach, also, wir sollten vielleicht noch dabei sagen, das Spiel, das kommt jetzt auch so. Let's see what happens. Ich sag mal, noch mit, weil wir Dying Light nicht weiterspielen können. Da haben sie ja zensiert, ne? Oder? Dying Light wurde leider indiziert. Initiiert. Also wurde eine Blitzindizierung, das kann ich mal kurz erklären. Ich habe es auf GameStar gelesen. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, die USK hat ja keine Altersbeschränkung gegeben. Es wurde aber wohl noch nicht durchgeprüft, also Dying Light an sich. Und die haben das jetzt einfach mal blitzmäßig, da heißt es ja Blitzindizierung, vom Markt genommen. Indizierung heißt natürlich jetzt nicht, dass das Spiel nicht gekauft werden kann. Das Spiel kann immer noch gekauft werden, nur halt unter der Ladentheke. Das Problem ist nur mit Let's Plays. Man darf indizierte Spiele ja nicht bewerben. Und Let's Plays ist im Prinzip eine Werbung an sich für dieses Spiel. Ergo mussten wir die Videos runternehmen. Die sind noch online, aber die sind auch privat gestellt. Das heißt, die kann man nicht angucken. Wenn es kommen sollte, dass die Indizierung aufgehoben wird, dann wird das Spiel natürlich wieder kommen. Sollte wohl klar sein. Aber egal, das war jetzt zum Thema Dying Light ein bisschen.
Ansonsten werden wir uns jetzt hier über Deathstrap weiter gucken, wie das hier funktioniert. Ich gucke, ja, hast du auch ein Tutorial? Ich glaube ja, ne? Hast du nicht? Nee, du stehst auch hier schon neben mir. Ja, ich stehe auch hier, aber ich so ein Fenster ist hier immer. Aber du stehst so, ja als Geist neben mir irgendwie. Das ist auch klar. Ja, ich habe jetzt gerade natürlich schon meine ganze Wut verballert, weil ich hier wieder rumprobieren muss, ist klar. Also ich habe jetzt gerade mal gesehen, das ist hier so ein... ich bin getan. Dieses gespenstische Form, das ist so was wie ein Ansturm, das, wo du zum Cursor hin dann so einen Ansturm hast. Ich habe jetzt gerade im ersten Moment nur nicht so verstanden. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, die rote Linie, die dazwischen dich aufploppt, das ist die Linie, die wohl die Monster folgen. Fallen bauen. Boah, guck mal, kann ich Falle bauen. Oh ja, hier kannst du ja mit rechten Klick oder so. Oh, so nicht. Ich wollte sagen, ich habe da die Fertigkeit Falle. Ah, da kann ich das machen. So, aber was haben wir denn hier? Bauen wir mal einfach irgendwas hin. Heiltränke und so, ist klar. Ja, schon. Ja, und hier, was habe ich hier? Ach so, hier, guck mal, hier habe ich zum Beispiel noch einen Buff. Da kriegen alle Kreaturen in der gesamten Stufe werden 5 Sekunden lang von physischer Verwundbarkeit gefallen. Also ganz doof plus physischer Schaden. Ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Plus 40%, denke ich mal. Hier auf die Dinge kannst du hier, diese Gitterteile kannst du auch Sachen hinbauen. So, jetzt bin ich gerade am gucken, wo sehe ich denn? Ach da, 150. Ah, jetzt. Ja, ich kann nicht mehr bauen. Also mittlerer Knopf, ich baue mal hier einfach hin. Und Säurengeysir, sehr schön. Ich glaube, ich habe den Ton ein bisschen laut. Ja, dann musst du ein bisschen runterdrehen. Was haben wir hier noch einen Säurengeysir? Ach nee. Den habe ich schon gebaut. Ich auch. Jetzt habe ich ihn weggenommen. Ja, jetzt habe ich ihn wieder hingestellt. Jetzt habe ich auch nichts mehr. Ich muss mal eben den Ton ein bisschen runterstellen. Ich habe doch eigentlich schon... Ich glaube, alles auf 30. 30 ist normal so gut, ja. Not enough space. Ja, 30%. Not enough space, erzählst du mir hier, ja. Hauptsache, du hörst die Musik aus. Die ist komplett aus, ja. Jetzt kriegen wir Ärger mit der GEMA. Also der sieht hier auf jeden Fall schon mal böse aus mit der Stangenwaffe. Das ist schon mal sehr fies. Oh, links kommen. Jetzt ist natürlich toll, dass ich keine Wut mehr habe, ne? Da ganz lieb rein. Was kommt denn da? Ach, das ist ja wie bei Sankt um der Zeit. Zack, zack! Ich komme! Boah, Mann, hier der Schwinger. Achso, und wie die Pilzkiste dann ist jetzt. Sieht aber auf jeden Fall nett aus, das Spiel. Das sieht schick aus, ja. Also, jetzt muss ich doch schlechter. Ja. Jetzt muss ich doch mal meinen Buff testen. Ne? Achtung, jetzt kommt der Buff hier. Zack. Jetzt haben die, jetzt kriegen die alle. Boah, plus 40% Schaden. Oh, hallo. Da füllst du ja mal eine Konzentration. Boah, guck mal, der Ansturm. Oh, der geht ja. Nein, das ist nicht durch. Was? Ich komme! Nein! Ach, das ist das Totenkopf-Symbol, okay. Oder kommt er mit dem Anstoß? Oder auch nicht? Ja, du. Okay. Achso, ja komm, ich nehme mal die Seite hier. Hier, Leute. Boah, die gehört da abscheulich. Hau nicht vor mir ab! Wie spielt die Musik, du Lusche? Ach so, und wenn du für Kills füllen sich deine Ressourcen auf. Ja. Ich auch gerade. Ah, geil. Also gefällt mir jetzt schon. Muss ich ja sagen. Warte jetzt. Hilfe. Oh, will abgeschlossen. Ach so. Weiter. Getötet. Weiter. Wenn du das Wellenfenster öffnest. 97 Punkte. Ach da. Da Welleninfo. Wo ist das denn? Unter der Minimap. Da. Ach so, ach guck mal, da siehst du hier. Ach, da siehst du auch, wo die herkommen. Wo die herkommen. Ah, okay. Also als nächstes. Ach ne, die kommen aus allen drei, ne? Wenn man das hier sieht, dann kommt. Oh, das sind ein paar. Alles geschnetzelt hier. So, wie können wir denn jetzt hier. Kann man jetzt hier irgendwie die Dinger noch hochpimpen? Ne. Bauen wir hier noch. Habe ich nicht mehr genug, ne? Ich habe auch nur noch 47, jetzt hat reicht 97, nicht. Aber ich kann hier nichts mehr hinbauen. Ja, doch, hier in der Mitte kannst du doch. Hier sind auch noch freie. Da ist noch eins, hier ist der Turm. Oh, da, ja. Zack, bauen genau. Kanone hin. Und ansonsten... Jetzt habe ich auch nur noch 47. Ja, gut.
Oh, der Ansturm ist auf jeden Fall geil, ey. Schon mal. Ja, komm mal erst in Mitte, so wie das aussieht. Lass mal vergiften. Oh, hier! Herr Schwinger! Ah, jetzt kommen die von den anderen Seiten auch. Ja. Boah, das hat mich verdrückt. So, ich gehe mal kurz auf der Seite hier, die eine Seite ein bisschen aufräumen. Obwohl da. Hallo Freunde! Ich vergifte die ganze Zeit. Boah, der Buff ist geil. Lauf nicht weg. Verdammt, da kommen meine Dinge. Da kommen ganz schön viele durch. Ja. Hydrant nehmen hier. Ansturm ist ja Porno, ey, meine Herren. Hier, hier, ihr Lumpen. Oh, jetzt sterbt doch mal hier, danke. Wow. Puh, also das ist... Ganz schön anstrengend. Nett, das ist eine Hausnummer. Kannst du echt, kannst du nicht pippen? Hm? Nee. Ach so, da steht nur stark gegen das und das. Puh. Sind denn hier noch Plätze frei? Achso, hier. Boah, ich habe jetzt rechts noch zwei hingebaut. Warte mal, hier ist noch ein Turm. So many traps, ja, da will so ich noch welche hinbauen. Ne? Und hier noch so eine Pestfalle. Genau. Was habe ich denn noch? Soll ich hier noch was hinbauen? I need some more essence. Nee, kostet 50, ne? Oh, der Quackfürst kommt als Bossgegner dann. 50, ja, okay. Hast du? Mhm. Ich kann nichts mehr bauen mit 45. Oh, was ist denn hier? Aktive Fallenverstärkung. Ja, aber wie geht das denn? Das verstehe ich jetzt. Ah, Boing. Du musst daneben stehen. Ja, jetzt habe ich hier den Turm gepimpt. Hast du die auch? Ne, ich habe so ein Ding, da kann ich die Fallen mit Stärke machen. So ein Zauber. Na, Zauber. Wie Fallenverstärkung? Hier, hier, ein Zauber? Ja, das habe ich auf der 1. Ich habe jetzt den Turm hier gepimpt, der hier vorne steht. For the Lord of the Swarm. Ja klar, der Lord kommt hier auf der Seite, ne, war klar. Der Lord of the Swarm halt. Wo wollt ich ihr denn hin, ich. Freunde? Hier geblieben. Nee, hier bleiben. Lass mich durch, ich bin Arzt. Hilfe. Ich komme, ich komme. Ich bin tot. Ungünstig, ungünstig. Ah. Da kommen wir da ankommen. Aus dem Weg, du Lusche. Wo ist Quackmi? Oh. Ass rein, der Anschluss. Ja, ja. Komm aus dem Weg. Ist eine Dicke. Oder war der hier schon bei? Weiß ich nicht. Ja, scheint so. Doch. Level complete. Ha! Sauber. Ja, sehr schön. Boah, ein Kümmerlin Stern haben wir gekriegt. Jetzt gucke ich gerade. Ach, hör mal, hab ich den Timer vergessen. Das war jetzt aber kurzweilig, oder? Nö. Ich weiß es nicht. Hab ich jetzt total verpennt, den Timer anzuschmeißen. Ey, da kommt eine Kiste. Was kriegt du? Sauber. Boah, ey, das hat blau. Boah, halber Platz. Und eine helle Bade. Oh, ja, und da können wir ja direkt mal. Aber wie kann man denn. Ist das C? Ah, und wir. Boah, guck mal, eine blaue Rüstung. Ja, direkt mal anlegen hier. Geil. Und eine bonne blaue Stange. Oh, ich hab blaue Waffen gekriegt. Boah. Ja, und wie man sieht, was hat die hier? Plus Waffenschaden, plus Crit. Resi ist natürlich immer nett. Ja, und mich halt interessieren Brust, würde. Ne? Schön. Egal. Oh, und Level 2. Das heißt theoretisch,
Ja, da kannst du aber nur draus machen, die, glaube ich. ja, müssten wir jetzt die Fähigkeiten aufwerten können und auch schon neue annehmen können. Und man hat ja insgesamt 6 Fertigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade erwähnt habe, aber sieht man ja. Also hier kann man jetzt nämlich fallen. Verbessern. Jetzt gerade hier, wo ist das denn hier? Fertigkeiten. So, da könnte ich jetzt zum Beispiel. Ach ne, die habe ich schon drin. Ach so, die kann man dann noch pushen. Also der Ansturm, der ist auf jeden Fall schon mal schick. Lähmender Angriff, den habe ich aber glaube ich noch nicht drin. Ah, den habe ich jetzt reingebaut. Lähmender Angriff. Jetzt habe ich mit meinem normalen Angriff einen lähmenden Angriff halt, ne? Also 2% Chance, das Ziel zu betäuben. Hoppla. Achso, und dieser Ansturm, der hat noch. Ah, der hat ja noch einen Freeze-Effekt. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Und mehr wie einen Punkt kriege ich nicht. Okay. Ja. Also wie Ich bin gerade gesagt. am Hochsetzen hier. Moment. Achso, warte mal, ich hab. Ich hab doch alle Punkte. Ach nee, da unten stehen die Punkte. Ah, dann nehmen wir doch. Was haben wir denn hier noch? Zeichen des Veteranen. Jeder durch deinen Charakter ausgeführten Kill verleiht dir Bonuserfahrung. Das ist natürlich auch nicht. Erhöht die Startessenz bei allen Missionen. Das ist natürlich geil. Da machen wir auch mal einen Punkt rein. Oh, Gegner werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% permanent verwundbar. Das sind jetzt alles passive. Dann machen wir einfach mal zum Testen. Was habe ich denn hier noch? Oh, ein AE auf den einen Angriff. Hier erhöht die Menge an Wut. Ach so, ich mache auch mit meinem normalen Schlag. Macht auch Wuterzeugung. Ja, pass auf, dann nehme ich da nochmal einen Punkt. Nehmen wir da nochmal einen Punkt rein. Das ist, glaube ich, nicht uninteressant. Ja, Ja, lassen wir wenn das du fertig erstmal bist, du so. fertig. So, was ist denn mit den. Ach, die Fallen kannst du auch noch pushen. Was hast du denn da jetzt hochgedrückt? Dann könnte man ja Du irgendwie kannst gucken. unten die Punkte, ja, ich habe da die Speerfalle, glaube ich, die Säuregasier und den Und Turm ich sehe gerade, oben. man hat ja 5 Punkte, ne? Ja, das ist aber. Dann nehme ich mal. Ich nehme mal hier einfach die Bodenfalle. Ach so, du kannst ja pro Ding in 2 Sternchen. Aha. Ich habe jetzt gedacht, 1, 2, 3 fertig. Ne. Ich push. Nein, kann ich gar nicht. Was haben wir denn? Erhöht den Schaden. Okay, warte mal. Jetzt habe ich gerade Käse gemacht. Ach, kostet das, wenn man die zurücksetzen will, oder wie? Mach ich mir jetzt hier überall einen Punkt rein. Ja, und dann sind die, das war dann auch schon. So, dann kannst du beenden gleich die Folge dann. Ja. Haben wir mit einem Stern geschafft. Ja, reicht doch. Ja, gut, aber das ist ja dann, gucken wir uns ja erstmal noch ein bisschen weiter hin da rein. Ja, dann beenden wir die Folge erstmal. Ja, und dann sage ich mal wieder, nach längerer Auszeit, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem Indie zu einer weiteren Runde. Verfluchte Hacke, Death Deathstrap, Dankeschön. Trap. Zu einer weiteren Runde Deathstrap. Tschüssingen. Tschüssigen.